diesem Video demonstriere ich, wie man den Sinus anwendet, an zwei einfachen Beispielen zum Einstieg. Ich lade dazu mal eine erste Aufgabe hoch. Also gegeben sind ein rechtwinkliges Dreieck, der rechte Winkel ist oben gut erkennbar, ein weiterer Winkel hier als Beispiel 21 Grad, sowie eine Seite mit 15 Metern. Und die Seitenlänge ist gesucht, an der das rote Fragezeichen zu sehen ist. Im ersten Schritt muss ich identifizieren, welche Seite die Gegenkathete, welche Seite die Ankathete und welche Seite die Hypotenuse ist. Ich mache das mal mit dem grünen Stift. Gegenüber vom rechten Winkel ist die Hypotenuse, das muss diese Seite hier sein. Gegenüber des Winkels, der zusätzlich noch gegeben ist, ist die Gegenkathete, also diese Seite. Und die letzte Seite ist die Seite, die an dem zusätzlich gegebenen Winkel dran ist, das ist diese hier. Als nächstes muss ich wissen, wie der Sinus definiert ist. Der Sinus ist eine Funktion. Eingabe ist der Winkel, das sind hier 21 Grad. Und Ausgabe ist Gegenkathete durch Hypotenuse, das Seitenverhältnis dieser beiden Seitenlängen. Und das setze ich jetzt einfach mal ein. Die Gegenkathete kenne ich nicht, also bezeichne ich sie einfach mal mit x. Und die Hypotenuse ist gegeben mit 15 Metern. Es folgt eine kleine Umstellung, und zwar rechne ich mal 15 Meter. Und schon habe ich da stehen, x ist gleich 15 Meter mal Sinus von 21 Grad. Man schreibt meistens die Zahl davor, damit man nicht durcheinander kommt, was in den Sinus reingehört und was nicht. Ja, da bin ich auch schon so weit und kann es ausrechnen. Ich muss es nur in Taschenrechner oder in GeoGebra eingeben. Das heißt, ich starte mal GeoGebra und gebe dort den entsprechenden Term ein. Also 15 Meter, jeweils 15, mal Sinus von 21 Grad. 5,38 Meter. Kann das eintragen und bin auch schon fertig. In der Regel sind die Lösungen irrational, das heißt, ich muss sinnvoll runden. Hier scheint mir sinnvoll, das Ganze auf 1 cm genau anzugeben. Wir machen ein zweites Beispiel. So, wieder der erste Schritt, die Identifikation der drei Seiten. Gegenüber vom rechten Winkel ist die Hypotenuse, das ist in diesem Fall hier. Gegenüber von dem zusätzlich gegebenen Winkel ist die Gegenkathete, das ist hier. Und die Kathete am Winkel ist die Ankathete, das ist hier. Ich setze wieder ein in den Sinus. Der Sinus von 25 Grad ist Gegenkathete durch Hypotenuse. Und ich setze mal gleich ein, das sind 5 Meter geteilt durch die unbekannte Seitenlänge, also x. In diesem zweiten Beispiel ist die Umformung ein kleines bisschen komplizierter. Das x steht im Nenner, das heißt, ich muss es erstmal in den Zähler multiplizieren. Das heißt, ich rechne mal x, dann steht da x mal Sinus von 25 Grad ist gleich 5 Meter. Und dann teile ich nochmal durch Sinus von 25 Grad und habe den Term für x. X ist 5 Meter geteilt durch Sinus von 25 Grad. Jetzt gebe ich das Ganze wieder in GeoGebra oder in den Taschenrechner ein. Also 5 Meter geteilt durch den Sinus von 25 Grad. Lösung ist 11,83 Meter. Ja, und so geht das. Das war's an dieser Stelle.